Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Mini-Benin-Channel. Wir kümmern uns heute um ein Thema, und zwar um das Transmoggen in Assassin's Creed Mirage. Dafür gibt es auch einen Grund, denn seit Update 1.07 können wir das tun. Genauer heißt das New Outfit Feature. Added new feature where players can now wear any costume they own as an outfit. In Klammern Transmog. Aber wie mache ich das? Wo mache ich das? Und vor allen Dingen, wie geht das? Und dafür können wir auch nochmal in Valhalla reinspringen. Und zwar ist dieses Feature auch damals reingepatcht worden. Und bei Valhalla müssen wir zum Schmied gehen. Und dort können wir uns oben auf LB oder RB drücken und hin und her wechseln, Ausrüstung abwerten und noch einen Reiter weiter. Dann haben wir die Transmog-Fähigkeit. Und da suchen wir uns irgendein Item aus, was uns von den Werten her gut gefällt, aber optisch nicht gut ist, also uns nicht gefällt. Und da habe ich jetzt hier nebenan nicht die Verikas-Sichel, sondern die Knochensichel. Die gefällt mir ganz gut von den Eigenschaften. Und jetzt möchte ich dieser Sichel einen neuen Skin verpassen. Und dazu kann ich nur solche nehmen, die ich auch schon gesammelt habe. Und eins davon aussuchen und ja auswählen, und dann kopiert er den Skin auf die Knochensichel drauf. Und das gleiche gibt es auch bei den Ausrüstungen. Da suche ich mir auch etwas aus, was mir gefällt. Als Beispiel hier der mystische Helm. Nach 10 Treffern wird eine Giftwolke erzeugt. Das gefällt mir ganz gut, das will ich behalten, aber das Teil sieht nicht schön genug aus. Unter den Transmog-Reiter drücke ich dann da drauf und dann kann ich mir den Skin auswählen von den Sachen, die ich bereits gesammelt habe, und kann das überschreiben. Und der erst ausgewählte, der bleibt bestehen von den Werten her. Und der zweite ausgewählte, dessen Skin wird übernommen. Skin meint also das Aussehen. Bei Valhalla gibt es halt einzelne Teile in der Ausrüstung. Und außerdem können wir da Waffen bearbeiten. Andere Rollenspiele wie The Elder Scrolls Online machen das natürlich sehr viel umfangreicher. Da sammle ich bestimmte Gegenstände, also Waffen und Ausrüstungsteile, am Anfang nur, und später habe ich dann Baupläne und kann mir das alles selber herstellen. Es gibt da auch ganz viele Transmog-Möglichkeiten. Grundsätzlich die Waffen und Items, die wird man dann zerstören und bekommt dann daraus die Rohstoffe. Und wenn es da spezielle Eigenschaften zu gibt, die man noch nicht hat, dann werden die als Baupläne gesammelt. Und da man ja auch Schmiedefähigkeiten erwerben kann und ausbilden kann, baut man sich seine Sachen selber mit den Eigenschaften, die man hat. Und das gibt es zu allem, beim Schmiedetisch, bei der Waffenwerkbank und ja, überhaupt bei allem. Es gibt dann noch den Arsenaltisch, wo man sich seine Sets dann zusammenbauen kann. Und insgesamt sehen wir jetzt hier auch meine gesammelten Skins und Eigenschaften. Die kann ich über alles rüberziehen, wenn ich will. Also die ganzen Helme und meine Eigenschaften, die ich vorher hatte, die bleiben bestehen. Das sind einfach nur Skins. Und ja, das funktioniert halt ein bisschen komplexer, indem man da überhaupt gar keine Waffen richtig mehr sammelt. Im Gegensatz zu Assassin's Creed kannst du auch viele doppelte Gegenstände looten und sammeln. Aber vielleicht verstehe ich auch nur etwas falsch, und deswegen schauen wir lieber nochmal nach im Internet. Und da habe ich etwas ganz clean und aufgeräumtes gefunden. Abkürzung für Transmog ist Transmogrification. Es bedeutet, dass man das Aussehen der getragenen Rüstung ändern kann, ohne dabei die Werte zu ändern. In vielen Computerspielen kommt der Ausrüstung eines Charakters große Bedeutung zu, denn die Gegenstände verfügen meist über spezielle Boni. Ja, weiterhin ist Transmog eine Möglichkeit, optisch von Spielern abzusetzen. Nee, das ist eigentlich nicht so. In jedem Computerspiel, welches Transmog-Systeme anbietet, existiert eine bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Skins für die jeweiligen Gegenstände. Sobald einer dieser Skins im Spiel aufgesammelt wurde, wird diese als Transmog freigeschaltet. Sehr treffend finde ich diesen Satz: war in einzelnen Spielen eine Möglichkeit vorhanden, optische Darstellungen und die Werte genutzter Gegenstände zu kombinieren.
Als einfache Lösung wurden hier zwei getrennte Ausrüstungsplätze integriert. Ein Set wurde zur Berechnung der Boni-Fertigkeiten Wert herangezogen. Das andere Set wurde tatsächlich optisch wiedergegeben. In einzelnen Fällen war hier die bedingungslose Verwendung sämtlicher Gegenstände für beide Sets möglich. Andere Spiele hingegen hatten eigene Gegenstände zur optischen Darstellung integriert. Ja, und nicht nur das, sondern auch seine Eigenschaften. Ja, und dann schauen wir uns mal an, in Assassin's Creed Mirage, wo die Schmiede sind oder wo ein Schmied ist und ein... Das schauen wir mal hier. Also wir brauchen einen Schneider und einen Schmied, um zu schauen, ob wir dort unsere Klamotten ändern können und einen Schmied für unsere Waffen. Bitte, sieh dich gründlich um. Wir haben ja gesehen in Assassin's Creed Valhalla, dass wir sowohl Kleidung als auch Waffengegenstände verändern können. Hier kann ich nirgendwo irgendwas sehen, was ich verändern kann. Weder wenn ich auf die Icons draufgehe, da kann ich nur... Sonst noch etwas? Zeigst du mir deine Waren? Hier gibt es viel zu stöbern. Die Monturen aufrüsten oder verbessern. Und hier sind wir bei Waffen. Hier gibt es einen Reiter für Verbessern und einen Reiter für Aussehen. Aber das Ganze ist nur eine Sortierfunktion. Und ich sehe hier nirgendwo irgendwas, wo man was verbessern kann. Also in Assassin's Creed Mirage funktioniert es nicht so wie in Valhalla. Und dann gehen wir mal ins Inventar und schauen uns an. Das ist jetzt hier unter Update 1.0.6 und da sehen wir, wir haben 21 Verkleidungen und dann gehen wir ins Update 1.0.7 rein und da sehen wir ausgerüstete Monturen, da haben wir 3, 6, 9, 10, 11. Ja, und alle diese Monturen haben Eigenschaften, also Fertigkeiten an die Montur gebunden und hier haben wir die Verkleidung und unter 107 sehen wir schon als Roshan diese rote Verkleidung in der Mitte. Da gibt es viel, viel mehr Verkleidungen. Wir haben jetzt hier 30 Verkleidungen in Assassin's Creed Mirage 107 und man hat einfach alle Monturen, die man hier sehen kann, auch als Verkleidung in die Verkleidung-Rubrik hinzugefügt und dadurch kannst du innerhalb der ganzen Monturen die auch kombinieren, was man vorher nicht konnte. Man konnte vorher nicht ein Montur des Eingeweihten von Alamut mit dem Djinn kombinieren oder so. Das können wir jetzt aber machen. Wir können jetzt den Feuerdämon nehmen und es da über die Verkleidung überziehen. Und wir behalten die Werte von, ja, zum Beispiel Sandmontur, die Eigenschaften, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten behalten wir. Und wir können jetzt Djinn-Verkleidung rüberziehen, was auch eigentlich ursprünglich seine eigenen Werte hatte und nicht kombinierbar war. Und das machen wir eben über Monturen und Verkleidung. Ja, und Ubisoft hat das so geregelt, dass man einfach die Monturen noch mal zu den Verkleidungen hinzugefügt hat und jetzt kannst du die halt alle kombinieren und deswegen hat man das auch hier getauscht, wobei mir der Sinn jetzt nicht erschließt, warum man die Farben da hinten gepackt hat und Talisman da vorne. Also für mich macht das keinen Sinn. Ja, und hier auf der Grafik sehen wir, dass die beiden Monturen, das sind beides Monturen, die man jetzt kombinieren kann. Und die Pfeile sind eben die Verkleidungen, die man jetzt quasi aufeinander kopieren kann, denn Montur ist gleich Verkleidung. Die Werte wählen wir halt über die Monturen aus und den Skin über Verkleidung. Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüssi. Auf bald. Komm etwas später wieder. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Ich denke, ich bleibe doch noch etwas hier.